Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben... Oh, alles voll. Wir haben, wie man sehen kann, am Inventory abgebaut. Ein bisschen was ist noch da. Wir haben... Ach du liebe Zeit. Ach je, jetzt hat er mir alles durcheinander gehauen. Also. Eieiei. Bevor es wegbackt, er damit. Also es ist noch ein bisschen schwierig hier. Was haben wir jetzt? Ach, aber auch alles durcheinander gehauen. So, jetzt haben wir alles komplett und alles quer durcheinander. Gut. Alles vollständig. Prima. Wir haben Blei gefunden, abgebaut. Man sieht hier so schön die abgebauten Lücken. Da oben ist noch ein bisschen. Von da sind wir gekommen. Und da wollen wir auch wieder hin. Können wir hier einfach hoch? Das müsste klappen. Na. Das ist besser. Wir hatten auch hier irgendwo genau. Das war die Markierung gewesen. Als Aufgang. So, und hier geht's wieder raus. Ich freue mich total. Wir haben so viel Blei, das ist... Ah, es wird wunderbar. Das ist herrlich. Das ist eine gute Position. Wir werden Munition herstellen, das kann ich schon mal sagen. Ach, ich habe eh keinen Platz. Brauche ich überhaupt nicht nachgucken. Wir brauchen Schrottmunition. Wir brauchen... Ich könnte reparieren. Bin ich ungestört? Naja. Mehr oder minder. Ja. Du wolltest doch den Arm gegen mich heben, gell? Ui. Ja, die ersten werden die letzten sein. Ich habe sogar diese blöden Tokens dabei. Ist unglaublich. Also, die Pickaxe. Erstmal so ein bisschen reparieren. Das können wir noch machen. Die Schaufel. Und unseren Prügel machen wir natürlich auch. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen was gemacht. Die Jungs geben mir auch Punkte. Man soll ja nicht alles stehen. Ach, Harry, hier, ich muss sie ziehen lassen. Kann ich einfach drüber laufen? Ist flach genug. Zumindest an dieser Stelle. Schön, das hätte man gleich mal wissen können. Hätte man komplett drüber latschen können. Na gut, jetzt weiß man Bescheid. Auf dem direkten Weg wieder zurück. Wie gesagt, Munition ist Mittel der Wahl. Wir müssen dazu ein bisschen Kohle klein machen. Lump of Coal brauchen wir dafür. Potassium Nitrate, daraus machen wir Schwarzpulver. Dann Patronenhülsen haben wir noch. Wir brauchen die Bullet Tips. Und wir werden natürlich auch Schrotmunition herstellen, ganz klar. Und jetzt erstmal im Schwein. Oh, das sah nach Abgrund aus. Da musste ich doch ein bisschen langsam machen. Im Schweinsgalopp zurück. Zum Haus. Das ist schon ein langer Sprint eigentlich, den er da hinlegen kann. Das ist gut. Das gefällt mir. Ach, da liegen wieder die Brocken rum.
noch vom letzten Mal? Oder sind die wieder frisch? Weiß man nicht. Ist das alter Kram oder ist das noch? Merkwürdig. Ah, hier schön, ne? Betonwand. Herrlich. So muss das sein. Nichts wie nach oben. Und die Beute abliefern. So. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Da haben wir die Kohle. So, haben wir sonst noch einen unsinnigen Bleiderkram dabei? Nein. Das kommt dahin. Ein bisschen Kohle können wir gleich da lassen. Das brutzelt vor sich. Das ist schon fertig mit Brutzeln. Dann wollen wir mal loslegen. Wow. Das gibt viele Stacks. Dann machen wir mal nicht alles. Was ist das hier? Glas? Genau. Das kommt dann da rein. Bücher und Papier haben wir nicht. Da ist nix. Gläser haben wir nicht. Essen ist frei. Fett haben wir. Fleisch haben wir. Das ist... Da haben wir auch nochmal. Und da haben wir noch was. Jetzt ist das auch abgefrühstückt. Hier kommt das Leder rein. Ich habe auch gesehen, wir müssten vielleicht auch mal bald wieder reparieren. Da kann man... Quatsch. Dafür brauchen wir Stoff. Für das Weapon Repair Kit. So, dann die Nägel. Und Fackeln. Das können wir eigentlich verarbeiten. Die Tokens kann man im Moment zumindest nur gebrauchen, um Scrap Metal herzustellen. Zu was anderem scheinen die mir nicht nütze zu sein. Die Pistole reparieren wir natürlich. Hervorragend. Haben wir hier was, was wir abgeben wollen? Nein. Das aber. Den Hammer. Okay. Also ich würde ja sagen, wir bauen noch eine... Ah ja, genau. Was ich... bevor wir die Kiste bauen... Wir nehmen uns jetzt... die Armbrust als Waffe. Bauen hier vor allen Dingen noch eine neue Kiste. Und eine weitere Forge brauchen wir. So. Steine wieder zurück. Gravel haben wir gefunden. Das ist gut. Daraus kann man Zement machen. Der Stein kann weg. Eisen können wir hier noch einmal kurz einwerfen. Da haben wir noch 4 rausbekommen. Mhm. Axt, Schaufel, Kiste. Ach, ins Eck gepresst. Wirklich?
Gott. Gut, warum noch eine Forge extra? Ich denke, für die Bullet-Tipps wäre das nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen parallel arbeiten kann. Und deswegen werden wir hier auch ein paar herstellen. Dann soll uns das Restblei erst hier mal zur Lagerung dienen. Da laufen die Patronen durch. Wunderbar. Patronen war ja das Stichwort. Wir wollten noch ein bisschen Kohle wandeln. Das läuft noch. Jawohl. Ganz hervorragend. Fünfhundert. Sehr gut. Dann haben wir auch genügend Schwarzpulver. Dann würde ich sagen, wir stellen uns erst nochmal ein paar Schuss 9mm her. ...141 Schuss, das soll erstmal nicht schlecht sein. Das müssen wir gleich klein machen. Das kann ich alles auch eins tiefer setzen, das muss hier nicht rumdümpeln. So, wie sieht's aus? Ja, läuft. In Anbetracht dessen können wir eigentlich noch mal was essen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben Bolzen, 148 Bolzen. Weil die Armbrust ist jetzt das Mittel der Wahl. Der Bogen hat ausgedient. Da stellen wir uns gleich noch den Rest Armbrustbolzen her. Dann sind die Knochen weg. Weil die Armbrust ist besser, die ist ruhiger, die hat mehr Power. Ja, das ist ganz wichtig in meinen Augen. Crossbow Bolts aus Knochen, genau. Und den Rest, fast den Rest. So, dass wir mal ordentlich aufmunitionieren können. Ich habe nur noch die Sticks übrig, alles klar. Das brauchen wir jetzt. Das ist... Die Schrotflinte schluckt unglaublich Blei. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist schon fast unverhältnismäßig, was die verbraucht. Das haben die wohl auch reduziert jetzt mit der Alpha 11. Das war mal ergiebiger gewesen. Also nicht nur, dass das Blei jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, sondern man kriegt auch weniger raus. Schade. Ich höre schon wieder Spiders.
heißen wir Sie willkommen. Da sind sie. Einer ist weg. Vorbeigeschossen. Der hat gesessen. Ängste. Freund. Schwarzpulver, das ist sowieso angesagt. Papier auch, das passt. So. Das. Warum zeigt ihr mir das nicht an? Doch jetzt. Gut. Wow, da musste ich eben zweimal hingucken. Sah beinahe so aus, als ob hier die Gitter gar nicht mehr drin gewesen wären. Aber alles noch gut, die waren noch da. So, die Armbrust tut ihren Dienst, das ist prima. Ja, ist klar, jetzt bei so einer Produktion läuft natürlich auch irgendwann die Heatmap auf Hochtouren. Ja. So, wir stellen uns Schrotmunition her. Hervorragend. Das kann darüber. Dann lass uns das so machen. Ja, das läuft alles wunderbar. Aha. Nochmal 300 draußen gewesen. ...500 ist das, glaube ich, das Deckmaß. Mhm. Tja. Werden wir noch anfachen. Wir brauchen sowieso nachher noch sehr viele Bullet-Tipps. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir hoffentlich irgendwann ein Scharfschützengewehr kriegen. Oder eine SMG. Oder hier eine 44er. Auch damit könnte ich mich gut anfreunden. Würde ich gut mit leben können. Gestackt wird nach wie vor zu 128 bei der Schrotflinte. Mhm. Es läuft, es sieht ganz gut aus. So. Wir machen uns dann noch ein bisschen 9mm Munition. Die verbraucht sich bei mir so unglaublich schnell. Weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Das gibt's gar nicht. Die Zeit springt einfach weg. 20 Minuten sind schon um. Wir sind gerade mal zurückgekommen, haben es gerade mal geschafft
ein bisschen Munition herzustellen, dass wir wieder am Start sind. Und schon ist unsere Zeit weg. Aber ein Painkiller kann ich noch nehmen. Es hilft alles nichts. Liebe Freunde, es ist schon wieder soweit. Eine Folge ist rum. Wir können auch mal überlegen. Blei haben wir jetzt genügend eigentlich. Das wäre nochmal ein Ort, den wir besuchen könnten. Und uns näher anschauen. Oder wir erkunden, das halte ich eher für sinnvoll, mal diese Richtung. Das werden wir aber diese Folge nicht mehr tun. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Und dann werden wir noch in der Nacht ein klein wenig vor uns hinbosseln. Und am Morgen einen Ausflug machen. Frisch und munter. Aber bis dahin sage ich Lebewohl, bis zur nächsten Folge von 7 Day to Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zur nächsten Folge in Kürze auf diesem Kanal. Tschüss!